Desillusionierungszauber ist klasse. Ich bin wie ein Demigeist. Und schon. Oh, was in Merlins. Pass doch auf. Was für eine Dummheit. Ist mich fast dumm? Wie kannst du es wagen? Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Oh. Vielleicht könntest du einfach aufpassen, wo du hinläufst. Was machst du denn da? Nein, ich versuche nur Invisiblus. Nein, das ist. Hör auf, sonst wirst du. Was? Geschafft! Du hast recht, es ist großartig. Das ist mein Aufsatz für Schab, du dummes Mondkalb. Verlorene Tränke des Mittelalters im Vergleich zur schwarzen Pest? Nein, der über Unsichtbarkeit. Oh, dann wirst du das ja gut machen. Oh, verflixter Zauber. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Hogwarts Legacy. Ich habe gerade den Aufnahmebutton gedrückt und da haben die ja angefangen zu quatschen. Und da dachte ich mir, lasse ich das noch durchlaufen. Ja, wir haben richtig gut Programm wieder. Und zwar haben wir jetzt die Hexe gefunden und da wollen wir jetzt reingehen. Ich will aber vorher nochmal mit euch kurz den Auftragslog nochmal durchbesprechen. Und zwar haben wir hier jetzt, das ist sozusagen für alles, was wir jetzt machen müssen. Und finde Ludgok, den Kobold, wird wahrscheinlich irgendwann über kurz oder lang, wird das, denke ich mal, mit einer Hauptquest verknüpft sein. Das hatten wir schon, ne? Wir müssen in die drei Besen, da geht die Hauptstory weiter. Das würde ich vielleicht mal mit angehen heute, diese Fliegengeschichte. Dann haben wir hier die drei Kampfpflanzen gleichzeitig zu benutzen, das können wir auf alle Fälle auch mitmachen. Und das, wie gesagt, würde ich machen, wenn wir genug Geld haben, um uns die Rezepte leisten zu können. Ne? Und ja, Besenverbesserung sollte gut machbar sein. Koboldsteine werden wir, denke ich, über kurz oder lang begegnen. Das machen wir jetzt. Und ansonsten gibt es noch das mit den Mondsteinen. Oder Mondsteine, ist das das? Demigeismonde, genau. Und da lernen wir dann sozusagen Verbesserung von Alohomora. Aber die werden wir, denke ich, auch über kurz oder lang automatisch mitmachen. So, heißt also jetzt hier erstmal Statue. Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Ja, keine Ahnung. Revelium. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Repar. Das scheint gewirkt zu haben. Dann? Revelio. Das ist noch eine Truhe, ne? Die sollte man vielleicht vor mitnehmen. Also, was ist hier drin? 31 Gallionen. Ja, hätte man das gleich gemacht, dann also ist es wahrscheinlich, wäre man hier viel früher schon hingekommen. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ist wirklich so, ne? Ah, hier, Hux und Saft, sehr gut für unsere Tränke. Kann man nie genug haben. Aber es ist echt so, dass die hier dieses Schloss mit den ganzen Geheimgängen und allem, das ist wirklich nochmal eine komplette eigene offene Welt. Oh, Spinnen. Oh. Revelio. Komm, trink! Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Levioso. Accio. Impulso. Incendium. Das ist der Weg, über den wir schon raus sind, ne? Legioso. Ja. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Accio. Legioso.
Akio. Leviosa. Reparo. Leviosa. Okay. So, mehr Spinnen. Contrigo. Reparo. Okay, hier geht's nur runter. Rebellion. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Repar. Legion. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Okay. Akio. Kriege ich diesen Riegel da hoch? Legioso! Vielleicht sollte ich Akio wirken, um das Bild aus dem Weg zu schaffen. Akio! Ach, da! Okay. Legioso! Ah, verdammt. Aha, geschafft. Nee, weil wir jetzt wieder unten sind. Aber hier sind Pilze und eine Truhe. Hat sich also gelohnt. Rebellion. Hier muss der Ausgang sein. Erst Loot. Können wir alles verkaufen? Alles Geld? Alles Geld? Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Incendio! Süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Okay. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Rebellion. Hier hinten, ne? Ja, sieht danach aus. Oh, oh, das gibt bestimmt Ärger. Gut. Ich hab die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Geh einfach raus? Merkt doch einer, oder? Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn wir schon mal in Hogsmeade sind... Süß, wie sie hier alle sitzen und ihren Tee trinken. Wir könnten mal direkt mindestens ein bisschen was verkaufen und auch nochmal bei den drei Besen wegen der Verbesserung vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob ich mir die gleich holen möchte. Aber zumindest können wir mal reinschauen. Das mit dem Tränken halte ich tatsächlich aber für Stufe 3. Rebellion. Oh, da, das ist die letzte Seite, die uns noch fehlt.
ins Handy. Markier. Ach nee, das ist eine andere Art. Okay, hat bloß Seiten. Da fehlen uns doch noch wesentlich mehr. Ah, drei Besen müssen wir ja auch noch, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Boah, und ich sehe auch nicht durch, ne? Dingle and Blatch? Oh, gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Oder kommt später wieder. Kann auch sein. Honey Dukes. Onkos. So, der Besenladen war hier auf dieser Hauptstraße. Na, ich versuche mal so voranzukommen. Onkos. Das ist der Schatzartikelladen. Nee, wir müssen gucken. Ich weiß es nicht. Hier unten, ne? Irgendwo hier. Doch, das muss hier sein. Gegenüber von Ollivanders. Da haben wir Ollivanders. Ich leide unter dem schrecklichen Fluch, dass ich keine Arbeit verrichten kann. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Na, wonach suchen Sie heute? Verbesserung. Aber 1000 ist natürlich trotzdem heftig. Wir gucken mal, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Ja, es reicht halt nicht, ne? Beziehungsweise will ich dafür jetzt das Geld gar nicht ausgeben. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Andersrum betrachtet. Inventar. Ausrüstung. Naja, ist nicht viel, ne? Na, wonach suchen Sie heute? Ach komm, wir verkaufen das auch und dann kaufen wir uns jetzt die Verbesserung mal schnell. Dann haben wir das wenigstens einmal. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Sehr gut. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Danke, Melden danke, Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. So, jetzt machen wir mal ganz schnell diese Streckengeschichte. Dann auf zum Wettflug. Das will ich jetzt noch nicht machen, aber ich will diese... So. Wir wollen Auftrag für das mit den Ballons, ne? Über den Bahnhof von Hogsmeade und ums Quidditch-Feld. Wo ist der Bahnhof von Hogsmeade?
Oh, wie weit geht denn diese Bubble? Ist hier der Bahnhof? Geht eher nicht, oder? Ich habe bei Craigcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Nee, das sind sie nicht. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schütze. Wir nehmen die mal trotzdem mit. Hier da drüben scheint das erste zu sein. Die sahen auch schon mal besser aus. Wer sah besser aus? Revelio. Guck mal, da ist ein Totenschädel. Und eine Truhe. Ein nicht identifizierbarer Kopf. Der sieht aber gut aus. Also, legendär sozusagen. Hier sind Bahnschienen, also muss es hier sein. Einer fehlt noch, ne? Da hinten ist zwar noch ein Ballon, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der ist. Offensichtlich nicht. Revelio. Ballon. Gut versteckt offensichtlich. Scheint nicht zu gehen. Wo ist der letzte Ballon? Naja, wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Da können wir auch mal kurz reingucken. Es freut mich, dass Arne seine Sachen wieder hat. Ranrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren. Vielleicht finden sie etwas, das sie brauchen. Bei dem bauen wir, glaube ich, auch schon mal, ne? Es war mir ein Vergnügen. Und mir erst, Freundchen. Aber ist das? Wozu ist das gut?
ins Zentrum. Fünf Ballons über den Bahnhof von Hogsmeade. Da ist er. Ja, wieso habe ich den vorhin nicht gesehen? Das ist ein weird. Okay, check. Hier unten haben wir noch eine Höhle. Die können wir vielleicht auch mal schnell mitnehmen, wenn wir einmal hier sind. Ach hier. Revelio. Was ist das? Levios. Levios. Vingardium Leviosa. Ah. Es sind ja zwei Verankerungen, aber ich bin mir nicht sicher, Revelio. Das Rätsel hier funktioniert. Da ist eine Pflanze drauf. Vielleicht können wir auch den Zauber noch nicht, den wir brauchen. Hier steht aber Levios drauf. Leviosa. Funktioniert, ne? Okay. Aber es geht immer wieder zu. Leviosa. Vingardium Leviosa. Nee. Leviosa. Ich hab keine Ahnung, Freunde. Entweder gibt's ja noch einen zweiten Pfad, noch einen zweiten Rätselpart irgendwie dazu, ansonsten mal hier, glaube ich, später nochmal wiederkommen. Ah, was ist denn das, meine Freunde? Leviosa! Okay, wir könnten. Vingardium Leviosa! Das sollte ich untersuchen. Man muss halt doch manchmal ein bisschen noch um die Ecke schauen, ne? Vingardium Leviosa. Jetzt? Leviosa. Ja. Revelio. Viel mehr gibt es hier in diesen Dingern nicht. Zumindest nicht, dass ich das wüsste. Es geht vermutlich mehr ums Rätseln und um die Tatsache, das zu meistern. Und weniger, dass das hier jetzt eine große Herausforderung darstellen soll. Aber gut, wir haben es gemacht. Und das ist ja erstmal sehr hilfreich. So, jetzt können wir die anderen Ballons noch platzen lassen.
So, über dem Quidditch-Feld und rund ums Quidditch-Feld. Ich sehe schon einen dahinter. Ach nee, der ist direkt drin, ne? Ja. Zwei, drei. Ja, und hier unten ist nochmal fünf. Großartig. So, Madame Cockburn. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, Matilda Weasley. Oh, das ist noch ein anderer Brief. Ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten. Und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir den Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige Herausforderungen und Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, können Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Quidditch nochmal irgendwann kommt. Revelio. Jetzt mit dem Schloss, kann ich das... Ich muss das mal mit Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Oh ja. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Okay, Glacius. Boah, das ist eine gute Frage, ne? Einfach mal hier rein. Legioso! Falscher Spell. Glacius! Na bitte! Sie lernen schnell! Okay, und der macht jetzt was genau? Einfrieren. Wie lange hält das dann? Friert Gegner ein und erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erleiden. Das ist natürlich ziemlich cool. Einfrieren, dann Dings. Naja, gut. Wir müssen. Wir rätseln später drüber. Ah, Schlossstufe 2 brauchen wir hier, okay. Ja, ich würde sagen, wenn ich mir das hier so angucke und auch so auf die Zeit schiele, ich würde jetzt nichts Großes mehr anfangen. Ich würde aber ganz gerne mit euch nochmal ein bisschen schauen, dass wir vielleicht... Wir machen es mal anders. Wir steigen mal auf unseren Besen. Revelio. Ja, nichts. Wir müssen schon in die andere Richtung, ne?
vielleicht so irgendwie die Richtung mal gehen? Das ist ja Hogsmeade, genau. Das mal. Ja, hier ist Quidditch. Hier. Haben wir schon so viel gemacht, ne? Wir gehen mal in die Richtung. Und schauen uns da nochmal nach einer kleinen Mission um. Vielleicht irgendwas, was mal ein kleines Lager oder so mal leerräumen. Was wir halt schnell machen können, ne? Den Turm hatte ich nämlich eigentlich erst gedacht, dass er den meint, aber den hat er ja nicht gemeint. Rebellion. Wieder. Wir gehen mal hier runter und machen dieses Spinnending. Landen ist nicht verfügbar, okay. Du hast doch freigelassen, oder? Komm, trink! Protego, Stufo! Komm, trink! Exiliam! Legioso! Weiß nicht, ob Glacius mir hier viel hilft. Ich glaube, ich würde eher Levioso hier auf die rechte Seite nehmen und dann eher hier Glacius mit reinnehmen. Komm, trink! Levioso! Descendo! Komm, trink! Levioso! Aber die Gegner wachsen alle mit, ne? Levioso! Descendo! Contrinco! Jetzt verdammt. Espeliamo! Levioso! Aber auch dieses Spinnennest, ne, sehen wir, ist nicht dauerhaft befreit. Also das heißt, ich vermute fast, dass es hier immer mal wieder, dass die hier respawnen oder sowas in der Richtung. Wir fliegen mal trotzdem noch ein klein bisschen rum. Ja, ein bisschen was erkunden. Ah, wir müssen die Pflänzchen noch einsetzen. Das können wir auf alle Fälle nochmal machen in irgendeiner Art Lager. Würde ich sagen, dazu... mal hier hin. Decken hier noch mal ein bisschen was auf, was es so gibt. Revelio. Das ist nämlich noch eine Höhle. Oder irgendwas in der Art. Das sind noch mal Tiere, genau. Das könnte man gut verwenden hier. Haben wir eigentlich gerade verwendet. Noch Alraun. Levioso! Descende! Ja.
das jetzt geklappt. Können ja noch mal gucken. Aufträge. Schaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie gleichzeitig. Ich habe den Kaukohl vergessen. Fabelhaft. Ist gleich mal abgehauen, der Kollege. Da ist noch einer. Excellium. Capringo. Levioso. Descendo. Sehr schön. Also Straßenköterfälle bekommen wir hier. Und die andere Mission müsste, glaube ich, auch abgeschlossen sein jetzt gerade. Ja, für Flipendo. Das haben wir jetzt auf alle Fälle auch schon mal abgeschlossen. Das heißt, den können wir uns auf jeden Fall holen. Was ist Flipendo? Da können wir nochmal reinschauen. Flipendo. Hier. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Dank der kurzen Abklingzeit eignet er sich hervorragend zum Jonglieren. Seine Fähigkeiten, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Aha, okay. Klingt auf jeden Fall erstmal spannend. Genau, das könnte man sich dann beim nächsten Mal einfach abholen. Dann haben wir das mit Sharp, dann brauchen wir, wie gesagt, die Tränke noch. Das fehlt noch. Imelda Ways. Das ist das mit der Besenprüfung. Das auf jeden Fall. Koboldsteine. Ah, zu Garrett zurückkehren. Das können wir auf alle Fälle noch machen. Das war, glaube ich, von Anfang an noch irgendwie auf Plan. Dann geben wir die zumindest nochmal ab. Quartz. Und dann werde ich mal weiter Pflanzen anbauen. Also ich finde die Pflanzen definitiv cool. Also es gibt so ein paar, ich würde nicht alle gleichzeitig nutzen, aber ich würde auf alle Fälle diese Range-Pflanzen finde ich ziemlich cool und auch die Kaukohle. Die Alraun bin ich mir aktuell unsicher. Den muss ich wahrscheinlich in Ruhe noch mal ein bisschen mehr testen. Gut. Ja, ja, es ist, man entdeckt halt immer mal was, ne? Hallo nochmal. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Gerne doch. Hier hast du sie. Genial. Kann's kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisper fertig ist. Level up. Okay, ab wann gibt es eigentlich die neueren Talente dann noch? Das wäre nochmal ganz spannend. Stufe 22. Weiß auch gar nicht, wie weit das geht. Aber ich schätze mal, so wie das aussieht, wird wahrscheinlich Level 30 oder so das Cap sein. Ich gehe davon aus, man wird nicht ewig weitermachen können. Und wir werden auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen was in Flüche reinstecken. Ich
glaube, das hier ist zwar ein nettes Ding, aber ich will erst mal gucken, wie der Rest ausgeht. Und ich glaube fast, dass es mehr Sinn macht, dann irgendwie sowas noch mitzuskillen. Ich glaube, das ist auf alle Fälle sehr nützlich, weil ich finde den Spell ziemlich gut. Besser auf jeden Fall wie das Wegstoßen. Aber es halt ein bisschen was mit Damage zu tun hat. Das ist schon eine coole Sache. Und es hat aber auch diesen violetten Effekt. Achso, wir könnten noch mal kurz hier reinschieben, was es so für Sachen gibt, die wir jetzt freigeschalten haben. 3, 5, 26 von 30. Okay. Straßenköter. Hier gibt es was Neues. Okay. Erkundung auch. Erscheinungsbild des Besens, okay. Und für Handbuchseiten. Okay, so. Dann noch einmal in den Raum der Wünsche und dann können wir zumindest noch mal identifizieren, was man denn mit dem, was das mit dem Hut auf sich hatte. Und unsere Pflanzen noch mal sammeln. Das ist auch wichtig, dass wir hier immer schön nachbauen. Dass wir genug von dem Krempel haben. Sehr schön. Okay, das haben wir. Immer alles schön am Laufen halten hier. So. Inventar. Also, ist eine Kopfbedeckung. Oh, auf jeden Fall besser. Deutlich besser. Auch wenn es ein bisschen witzig aussieht. Das geht gar nicht. Also Mütze kannst du einfach... Steht dem einfach nicht. Vogelnest ist schon echt in Ordnung so. So. Gibt es auch nochmal was, was mit ganzer Ecke besser ist. Also zumindest ein bisschen. Schlafanzug. Ja, okay. Ach, ich bin mir unsicher. So kann man es auch erstmal lassen, mal einen kleinen Moment. Wir müssen aber mal ein bisschen uns umziehen, denn man kann ja auch nicht jeden Tag mit denselben Klamotten rumlaufen. Zwar eher irgendwas von dem Bilderer und nicht von dem Bildtierschützer, aber okay. Na gut, also wie gesagt, wir machen einfach in der... Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Noch mehr Zauber. Was muss man dafür machen? Es ist aber, ich finde, das ist ein bisschen anders noch gelöst hier, ne? Ja, einfach weitere Ballons zerplatzen lassen. Ich finde die Art und Weise, wie das hier gestaltet ist mit dem Zauberlernen und so, die Quests und so, finde ich recht angenehm. Ist zwar im Endeffekt auch nur ein Abarbeiten von leichten Sachen, aber es hat irgendwie noch so eine Nebenkomponente, die ganz cool ist. So, jetzt ist aber Schluss hier. Ich danke euch, bis dann. Tschüss.